ich melde mich erst jetzt. Wir sind jetzt in Salzburg. Ich konnte mich vorher nicht melden, weil ich kurz vorher erfahren habe, dass wir mit einer Propellermaschine fahren. Und alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Flugangst habe. Und ich war einfach nicht in der Lage, einen Vlog zu drehen. Aber jetzt sind wir gelandet. Es war ein sehr angenehmer Flug. Und es sieht einfach hier traumhaft aus. Sehr schön. Ja, zwei Flaschen Wein habe ich dennoch getrunken. Aber wie ihr seht, bin ich wohl auf und ja. Yay! So, hi Leute, wir sind in Salzburg. Sind jetzt auf dem Berg. Hier sieht es echt wunderschön aus. Nur ich bin mit Kelly im Auto, weil es hier wirklich, wirklich sehr, sehr kalt ist. Und gleich wechseln wir uns ab. Dann setzt sich der Mirko ins Auto und ich schaue mir die Aussicht an. Auf jeden Fall ist die Aussicht atemberaubend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin ein bisschen müde. Ja. Hallo meine Lieben, oh, es ist Tag 2, ich war nicht in der Lage, diese Kamera in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu filmen, aber heute habe ich mich mal zusammengerissen und heute werde ich mal euch alles zeigen. Ja, was machen wir heute? Wir haben jetzt gleich 9 Uhr, dann kommt Frühstück aufs Haus und um 11 Uhr habe ich eine Massage und dann gehen wir ein bisschen in die Therme, ein bisschen schwimmen und um 17 Uhr 30 haben wir eine Gesichtsbehandlung, da freue ich mich auch schon riesig drauf und ja, so chillst du den ganzen Tag im Bademantel und ja, ein bisschen essen, ein bisschen chillen, ein bisschen schwimmen, ein bisschen Sauna. Das tut schon gut auf jeden Fall. Ja, deswegen hat man wirklich keinen Bock, irgendwas zu filmen. Es ist schön und die Betten sind so wunderbar. Grüßt euch! Hallo! Morgen. Wie lange waren Sie wach? 6 Stunden. Im Schlafzimmer. Guten Morgen, du kleines Baby! Die erste Massage, die ich heute bekommen habe, diese Rücken-, Nacken-, Schultermassage, die war auf jeden Fall sehr amüsant, denn ich wurde von einem 2-Meter-Opa massiert, der meine Füße bemalt hat am Anfang und ja,
mir die Geister aus dem Kopf getrieben hat und ich musste dann tatsächlich zwei Minuten um die Liege laufen und dann hat er mich tatsächlich gefragt, ob es jetzt besser geht. Also das war nicht die Nackenmassage, wie ich mir erhofft habe. Deswegen habe ich gerade eine weitere Massage gebucht und die auch gemacht. Und die war wirklich angenehm. 20 Minuten, aber hat sich echt gelohnt. Und gleich gibt es noch eine fette Gesichtsbehandlung. Das habe ich auf jeden Fall nötig. Und dann sehen wir uns wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen ruhig sein. Und ja. So, wir sind jetzt fertig von der Gesichtsbehandlung. Das Gampf ist ja ekelhaft. Es war schön. Das ist ein bisschen zu asozial, ne? Sehr lange. Wir wollen ja nicht komplett eskalieren. Warte. Hat sie dir auch deine Augenbrauen getrennt? Ja. Also heute ist der letzte Tag von unserem Kurztrip. Es war bis jetzt wunderschön. Wir haben viel Massagen und Entspannungsdinger gemacht. Also wir haben uns viel ausgeruht, haben die meiste Zeit gechillt, haben jetzt hier Massagen gebucht und Gesichtsbehandlungen und ein bisschen schwimmen sind wir auch gegangen und dann saßen wir nur auf der Couch, haben geredet, gegessen. Also wirklich ein ganz, ganz entspannter Urlaub. Ja, heute ist der letzte Tag, das heißt, morgen geht es in die Propellermaschine ab nach Deutschland. Die anderen sind schwimmen gegangen und Kylie und ich sind jetzt in dieser Riesenvilla ganz alleine. Ah, und heute Abend wollen wir den Beek hier pranken. Da der Beek hier damit absolut nicht rechnet, dass ich ihn pranken möchte, hoffe ich, dass die Reaktion sehr gut wird. Also auf jeden Fall wollen wir ihm eine Heidenangst einjagen. Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ey, sollen wir hier runter? Sollen wir nicht lieber hier hoch? Anders dann runter? Ja. Yeah. Ich habe nie verstanden, wie die diese Dings lesen können. Küchenblock geht, hör doch auf, Alter. Genau, echt? Nimmst du? Ja. Wir haben 10 Uhr. Man denkt, das ist Hauptsache Bier dabei. Guck mal, hier eingezäunt. Für den Wald kosten. Abo, hör auf, Mann! Ey, guck mal, das ist so ein Abo. Hast du keine Angst? Aber wenn die uns so sehen, ne? Wenn du jetzt, das nicht hier vorkommt, so ein Bildschirm. Wenn jetzt irgendjemand so sehen würde, ein Bruder, Bildschirm, die töte dich. Ich